schöne neue digitale Bilderwelt. Noch nie war das Fotografieren so einfach wie mit dieser revolutionären Technik. Vorschau und fertiges Bild auf dem Display, Speicherkarten statt Filme und Bildbearbeitung statt Entwickeln. Wie Sie mit Ihrer digitalen Kamera noch bessere Fotos machen können, zeigen wir Ihnen in den nächsten 16 Kapiteln. Am Ende der Kapitel fassen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen auf solchen Tafeln. Hier können Sie manchmal passend zum Kapitel auch noch Anleitungen zur Bildbearbeitung anwählen. Tauchen Sie nun ein in die faszinierenden Möglichkeiten der digitalen Fotografie. Egal, ob Sie Einsteiger, Umsteiger oder Fortgeschrittener sind, wir sind sicher, dass wir Ihnen noch einige wertvolle Tipps geben können. Wir gehen davon aus, dass Sie bereits eine digitale Fotokamera haben. Das ist gut, denn dann können Sie das, was wir Ihnen in diesem Kurs zeigen, sofort nachvollziehen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Bedienungsanleitung und die wichtigsten Funktionen Ihrer Kamera kennen. Ob Ihre Kamera mit Akkus oder Batterien betrieben wird, achten Sie immer darauf, dass Ihnen bei schönen und einmaligen Motiven nicht der Saft ausgeht. Als Zubehör gibt es eine Speicherkarte. Wir empfehlen, besorgen Sie sich im Fachhandel eine zweite Karte mit mehr Speicherplatz, um späteren Frust zu vermeiden. Je höher nämlich die Speicherkapazität Ihrer Karte, umso mehr Fotos nimmt sie auf. Die Anzahl der möglichen Fotos hängt aber auch immer mit der Bildqualität zusammen, die Sie einstellen. Bei einigen Kameras können Sie Bildgrößen auswählen. Der kleinste Wert ist meistens 640x480 und geht dann bis zu der Größe, die Ihre Kamera maximal schafft. Je höher die Bildgröße, umso weniger Bilder können Sie machen. Wenn Sie beide Zahlen miteinander multiplizieren, kommen Sie auf die absolute Anzahl der Pixel. Und ein Pixel ist bekanntlich die kleinste Einheit eines digitalen Fotos. Im Menü können Sie häufig Ihre Bilder noch einmal komprimieren. Die Anzahl der Fotos unten rechts erhöht sich, je mehr die Kompression verstärkt, also das Bild verkleinert wird. Bei Ihren Einstellungen der Bildqualität sollten Sie immer abwägen, für welche Zwecke Sie die Fotos brauchen.